Moin Moin zusammen, hier ist wieder der Drill und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren YouTube-Serie, die bei euch in den letzten beiden Folgen sehr gut angekommen ist und ich habe da auch sehr viel Spaß dran gehabt. Und zwar freundliche CSGO-Solo-Queue-Teammates mit Skins beschenken. Ich habe das einmal vor 3 Monaten und vor 8 Monaten gemacht und ich dachte mir, es ist wieder Zeit für eine neue Folge. Und zwar werde ich gleich wieder 5-mal in die Solo-Queue reingehen im Wingman und wenn die Teammates zu mir nett sind, kommunizieren, vielleicht eigene Calls geben und einfach sich so verhalten, wie man das von einem Random-Mate sich wünscht, bekommt ein Skin von mir. Und zwar habe ich wieder einige AK Redlines, die wir heute raushauen können. Beim letzten Mal, in der letzten Folge, sind alle 5 rausgegangen. Da war ich sehr überrascht. Ich habe 5 Redlines gekauft. Alle 5 musste ich hergeben. Deswegen wir heute so einen kleinen Mix machen. Ich werde heute anfangen mit dem Wingman und danach gehe ich ins Danger Zone. Solo. Abwechselnd. Weil ich der Meinung bin und aus meiner Erfahrung, aus meinen Streams, ist es so, dass du im Wingman generell eher einen guten Teammate hast, der sich auf dich einlässt und ein bisschen mit dir kommuniziert und redet, als in der Danger Zone. Deswegen meine Hoffnung an der Stelle, vielleicht kann ich ja doch die ein oder andere AK Redline heute mal behalten und muss nicht wieder alle 5 raushauen. Aber vielleicht werden wir auch überrascht und ich kriege heute sogar, wenn ich 2 Wins bekomme, Rank Up in der Danger Zone, weil ich bin kurz vor Wildfire Wolf wieder. So oder so wird es, glaube ich, geil. Entweder habe ich einen Rank Up und ich freue mich oder ich kotze ab und verliere meinen Rang und bin wieder Tilt. Also für euch kann es eigentlich nur gut werden. Und das ist der Plan. Bei den letzten Malen war es ja so, dass ein paar der Leute, die eine AK Redline bekommen hätten, die schon hatten. Und dann war das so ein bisschen doof, dass sie dann denselben Skin nochmal bekommen. Ich habe noch einige auf Lager, wie ihr seht. Also für die heutige Episode wird es reichen. Sollte der Fall wieder eintreten, dass ich sehe, dass einer der Teammates schon eine AK Redline hat oder vielleicht sogar einen besseren Skin, habe ich aber wieder ein bisschen Auswahl. Also ich habe hier eine Galicerberus, ich habe hier eine Neon Rider, eine Fuel Injector AK. Dann habe ich ein paar M4s, eine StatTrak AWP Fever Dream. Also ich denke, dass ich für jeden irgendeine Art von Skin am Start habe, die er noch nicht hat und über den sich die Person freuen kann. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Erste Match. Wingman. Ich mache alles rein. Ich werde mich vor keiner einzigen Map heute drücken. Und wir schauen mal, was ich heute wieder an Skins raushauen muss. Nein, Mann, ey. Erste Map, es geht direkt los. DE Train. Ich habe mir überlegt, ob ich die eine rausmache, weil die hasse ich wie die Pest. Aber komm, okay. Achso, das habe ich gar nicht gesagt. Ich gehe heute als Günther rein von den Steel Buddies und spiele jetzt scheinbar mit Apixbob. Der kommt aus Lettland, hat sein Twitch-Profil verlinkt auf seinem Steam-Profil und hat 5400 Stunden in Counter-Strike. Hello. Hier scheint noch AFK zu sein. Hello, hello. Oh oh. Out middle. Er hat vielleicht kein Headset, aber das war ja nicht Requirement, nochmal zur Erinnerung. Also du musst nicht unbedingt ein Headset haben, aber vielleicht zuhören und kommunizieren wäre schon nice. Also ich will nicht zu viel vorwegnehmen und voreingenommen sein, aber das sah gerade nicht aus wie 5400 Stunden. Geht auch direkt für den Force. Hello? I heard something, but just very quiet. Do we have a microphone? Okay, one is here. Boah. Hohe MI ist aber drauf. Da kam noch kurz irgendeine Art Geräusch aus seinem Mikrofon raus, oder nicht? Ich dachte, er hätte kurz was gesagt. Ich werde einfach mal weiter kommunizieren. Vielleicht kommt ja irgendwann mal was. Aber ich habe die letzten beiden Wingmans, glaube ich, zusammen mit Ruder verloren. Leute, ich habe eventuell D-Rank-Gefahr sogar. Electric. Wusste ich, dass er wieder da hochgeht? Electric, low HP. Electric. Ja, niemals, niemals im ganzen Leben hat der 5000. We saw him on the train. Left. Der hat niemals, niemals hat der 5,5k Stunden clean. Der lässt da safe jemand anderen spielen. Oder der hat bei eBay gekauft. Alter, was sehe ich hier? Wer guckt denn auf Train bei 5,4k Stunden, wenn Electric gecallt ist? So. Ich weiß gar nicht, was ich hier noch callen soll. Der weiß ja gar nicht, wo Electric ist. Go. Ich bin gerade sehr verwirrt. I'm gonna drop for you. Wart mal, weil ich glaube, dass das vielleicht nicht rafft und dann jetzt einfach das Scout kaufen liegt auf dem Boden. Dann warte ich mal, dass er losläuft. Wirf M4 on your back. Der kauft auch unheimlich langsam. Habt das gesehen, wie langsam die Granaten da reinkamen? Der kauft noch über das Buy Wheel, aber ist nicht damit vertraut.
Oh. Ich werde hier alleine spielen. Ich sag so, wie ist das? Just so you know, my 7-year-old brother is playing. Okay, but can... Okay, das glaube ich dem sogar. Also ich glaube dem das wirklich. Aber es wäre geil, wenn der für mich, also wenn nicht der Bruder callt, sondern der große Bruder halt callt. Wo die sind. He has the headset. Oh mein Gott, das ist doch direkt der Clickbait, oder? Wingman mit 7-Jährigen. Aber also, jetzt mal ohne Scheiß, jetzt mal mit Blick auf die Challenge, da kann ich dem nichts für geben. Okay, der lässt seinen 7 Jahre alten Bruder spielen. Okay, muss das sein auf seinem Global-Account? Muss das sein, ohne dass ich kommuniziere? Muss das sein, dass ich hier alles alleine mache mit 703? Das ist keine AK-Redline-Wert bis jetzt. Also wirklich nicht. Also nichts gegen den kleinen Jungen, der an der Stelle eigentlich nicht mal dieses Spiel spielen dürfte. Der auch sicherlich sein Bestes gibt und gerade vielleicht seine erste Erfahrung Counter-Strike Global Offensive mit mir hat. Aber da kann ich keine 15 Euro für raushauen. Oh, da waren 2 Beine, glaube ich. Mit jetzt komplett. Ich bin der Meinung, dass ich das vor beiden gesehen habe. Oh ja. Let's go. Jetzt rede ich mit hier, ne? Alleine. Ich habe das Gefühl, ich nehme hier, mache hier eine Aufnahme. Ich muss die ganze Zeit irgendwas erzählen, aber mit mir redet halt keiner. I dropped for you. Aber ohne Scheiß, was habe ich für ein Glück bei den Aufnahmen? Ich spiele wirklich immer nur 5, ne? Also ich spiele nicht so lange, bis ich mal ein gutes dabei habe. Ich spiele wirklich immer nur 5 Matches und die 5, die es dann werden, die werden hochgeladen. Gibt es keinen 3., 4. oder 5. Anlauf. Es passiert einfach. Oh, oh. Ah, okay, aber 4 zu 4, dafür, dass ich wirklich komplett alleine spiele und der 7-jährige 007 fertig macht und heute Abend James Bond guckt. Aber die letzten Folgen in den Aufnahmen immer mega Glück mit dem Mates. Jetzt direkt das erste, vollkommen Abbruch. Ich spiele mit einem 7-jährigen. Vor 7 Jahren habe ich angefangen auf Twitch zu streamen und habe schon 1 Jahr lang YouTube gemacht. Er ist damals geboren, jetzt ist er mit mir im Wingman. Der hat noch in Windeln geschissen, als ich Fulltime Twitch und YouTube schon gemacht habe. Mit dem daddel ich gerade. Kann wahrscheinlich die Maus gar nicht richtig halten mit 7 Jahren. One is down there. Mach dich rein. Oh ja, schön den 7-jährigen baiten. Let's go, let's go. Go down. Go down later. Whoop. Ja, yeah, go down, go down. Jumpy, jumpy, down. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Sonst wäre ich von einem 7-jährigen gebaitet, oder was? Lächerlich. Ich lass mich von einem 7-jährigen Popdog baiten, der keinen Kill hat. Reflex wie ein 85-Jähriger. Ich setze mich gerade hin. Das ist so... Also, die sind wirklich nicht gut, die Gegner. Die sind überhaupt nicht gut. Mit einem normalen Mate wäre das schon 19-0 gewesen. Bin ich sicher am Z. Oh Gott. Ja, was soll ich da callen? Der versteht halt nichts. Minus 50. Ich hoffe, der Bruder sitzt wenigstens noch daneben und callt und sagt, was er machen muss. Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Du kannst dir das nicht ausdenken. Ich schwöre es euch, ich kenne den nicht, ich kenne die nicht. Das war das erste Match, was ich heute gespielt habe. Ich habe bis eben einen Call mit Jan von Nvidia gehabt und das ist das erste Match, was ich aufnehme. Und ihr könnt Moritz fragen, der dieses Video schneiden wird. Und der sieht ja anhand des Timestamps in der Datei, wann die nächste Aufnahme gestartet ist. Das hier ist nahtlos die nächste Aufnahme. Hier ist nichts gescriptet. Das geht nicht. Also ich habe nicht mal die Fantasie, um mir das auszudenken, was hier gerade wieder passiert. Wingman auf Global-Niveau mit 7-Jährigen. Wenigstens wird das für gute Aufrufzahlen sorgen, glaube ich, wenn das im Titel steht. Mein Teammate ist 7 Jahre alt. Ja, jetzt brauche ich halt irgendwie Mystery-Doppel-Headshot, weil also der macht keinen Damage. Der macht ja nicht mal Schaden gerade. Ich spiel wirklich, wirklich gerade nur noch 2. Scheiße. Es wird wenigstens nicht ins Feuer gelaufen. Good game. Da schreibt nicht mal einer good game, weil die Gegner, die können es auch nicht fassen. Okay, perfekt. Ich glaube, wir sind uns einig, dass weder der 7-jährige Bruder noch der große Bruder, der das hier ermöglicht hat, eine AK Redline verdient hat. Das heißt, ich darf die 15 Euro behalten, was okay ist. Ich habe meinen Rang behalten, was auch noch okay ist. Aber einen Win hätte ich trotzdem gerne gehabt. Dann machen wir uns jetzt in die Danger Zone rein.
und gucken, ob da der Mate besser ist. Oh mein Gott, der nächste Win ist der 500. Wir machen heute Wingman, Danger Zone, Wingman, Danger Zone, Wingman. Mal gucken, ob ich die 500 voll mache. Wir spielen Scirocco. Meine Lieblingsmap in der Danger Zone. Felix hasst die wie die Pest. Ich mag die, weil die... Also Felix mag die nicht, weil du nicht gut respawnen kannst, weil du dann immer getötet wirst. Das stimmt, aber ich mag die auch, weil die so offen ist, weil du so viele coole Plays mit den Bounce Pads machen kannst. Und ich finde die optisch ziemlich ansprechend. Ich mag die eigentlich. Okay, das ist der Mate. Hello, Mr. Eyeball. How are you? What's up? Can you hear me? Perfekt. Der rennt im Warm-up ins Wasser und lässt sich da gerade holen. Das wird, glaube ich, gut. Aber wir gehen mal unvoreingenommen rein. Let's land here. It's a good spawn. Can you hear me? Can you type? Aussieht, werde ich heute ein paar Skins behalten dürfen. Vielleicht holen wir ja trotzdem Win. Der macht ein paar gute Plays und Kills. Tja, er hat ja immerhin jetzt auf den Call gehört, ne? Also er hat schon mal auf die Calls gehört. Wenn die Leute kein Headset haben, ist nicht weiter schlimm. Aber dann muss wenigstens das Teamplay stimmen. Oh oh, oh no. Was ist mein Mate? Oh oh. Hä? Seit wann schießen die Dinger denn... Seit wann schießen die Dinger denn von alleine irgendwelche Kisten auf? What the hell? Das Teil hat doch nur auf die Sprengkiste hier gerade geschossen, oder nicht? Auto-Shotgun ist sogar die beste, die man noch rauskriegen kann, finde ich. Da springt einer. There's an enemy, my friend. Gehen uns im Busch, gehen rum. Der hat kein Headset im Kopf, sehr gut. So, weiter geht's. Gerade Kevlar gekauft, jetzt haben wir es für free. Auf der einen Seite ist es ja gut, dass er keinen Teamplay hier macht, weil ich dann die AK behalten kann. Aber ehrlich gesagt, mir ist ein Win in der Danger Zone gerade lieber, als die AK, die ich raushauen müsste. Weil ich wirklich kurz vor Rank-Up bin. Deswegen, das ist wirklich gerade ein wichtiger Win für mich. Und mein Mate ist schon tot. Da ist einer. Er kommt direkt neben mir runter. My friend, I have a weapon for you. Take this. Nice. Look here, look here. Sauber. There's an enemy, enemy. You see, on the street. Ein Schuss. Reicht. Reicht für mich. Reicht für mich. So, jetzt aber alles alle. Wird der irgendwas? Jawohl. Okay, wenn er wenigstens mitkommt, ist okay. Wenn er wenigstens noch schreiben würde, wenn er tot ist, wo was abgeht, wäre noch ein bisschen besser. Aber zusammenbleiben ist schon mal nicht so schlecht. Wir sollten hier weggehen, weil hinter uns sind welche und ich kann mich nicht wirklich wehren. Can you open this? Can you open? Can you open the thing? This one? Can you open? Sag mal, spielen um 14.30 Uhr nur 6-Jährige, die kein Englisch können, oder was ist hier heute los? Ich sage euch jetzt, was passiert. Ich werde die Bombe legen, damit ich an das Kevlar komme. Der wird davon sterben. Ja, ja, ja. Look, look, look. Oh, yes, yes, yes. So, ich laufe weg. Komm, komm bitte zu mir. Komm, komm zu mir. Komm zu mir. Komm bitte zu mir. Okay, Bombe kennt er. Das ist eine Bombe, mein Freund! Ich habe da keine Worte mehr für. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das kann ich fast nicht hochladen, weil die Leute eh glauben, das ist abgesprochen. Der bleibt einfach daneben stehen. Er nimmt es einfach nur hin. Neben ihm tickt eine Bombe. Selbst wenn du Danger noch nicht kennst, muss doch das Geräusch von der Bombe dir vertraut sein. Er nimmt es einfach nur hin. Ich hoffe, wenn ich nicht so reingebrüllt hätte, hätte er noch 10 HP gehabt oder so. Er hört mich schreien und guckt mich einfach nur fragend an. Also wie es ist. Na, hier muss ein Wunder passieren, dass der noch irgendwas von mir bekommt. It's for you. Take it, take it. Oh nein, der hat ein Bounce-Pad geworfen. Nein. Nein, 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 nein. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. You have bounce pad, my friend. See? Look, look, look. Let's go. Let's go. Be on the lookout for incoming supplies. Yes, yes, yes. And whee! Now you, now you, now you. Ey, was passiert hier? Was passiert hier? Okay, der ist offensichtlich ein neuer Spieler. Der weiß noch nicht, dass das erst landen muss, damit es kaputt geht. Da 20 Emerald, die hole ich mir. Here's one for you. Oh oh. Nein, nein, nein! Gott. Hier liegt einer. Da ist er, da ist er. Oh fuck.
Er nimmt die nächste Bombe! Er nimmt die nächste Bombe einfach nur hin. Oh fuck, ich wollte da hoch. Oh nein, nein, hätte ich mal da hochgegangen. Oh. Alter, Alter. Ich glaube, ich muss wirklich shiften. Also die ist wirklich wichtig, die Runde gerade für mich. Drop, 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 drop. Oder ist es von dem? Jetzt hat er sich gekauft. Munition. Ich mache nochmal zwei raus. Ich werde jetzt zu Ende shiften. Also ich kann nicht mal mehr irgendwas sagen. Ich habe das wirklich noch nie gesehen. Ich habe schon viel gesehen in den Jahren Counter-Strike. Aber das zweimal hintereinander, das habe ich noch nie gesehen, sowas. Es hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass er das erste Bounce-Pad noch mitnimmt, kriegt Schaden, merkt es, denkt sich, oh, das hat wehgetan und springt dann noch aufs zweite. Das habe ich schon kommen sehen, gerade in der Situation. Ich dachte, der macht's, als er das zweite noch dahin geworfen hat. Ich dachte kurz, der tritt da auch noch drauf und jätet sich einfach nur zum Teufel. Sind vor uns hier. Scout. Da. Wer? High Value Target. Oh, den müssen wir töten, dann haben wir gewonnen. Wir haben nicht gewonnen. Der letzte da hinten. Der Mate hat es irgendwie erwischt. Wo ist der? Oh nein, das verrät mich, das Scheißding. Ja! Boah, Günther Raute 1. Boah, war das ein Krampf, ey. Aber let's go. Ich weiß nicht mehr, ob mein Mate einen einzigen Kill gemacht hat. Ich glaube nicht. Boah, aber zum Glück kraft der auch nichts. Dass da links ein Paket von ihm fliegt. Also eigentlich hätte er raffen müssen, dass ich dann da stehe. Aber er hat es nicht gerafft, weil er wahrscheinlich das Tablet noch auf hatte. Und da war ich noch woanders. Okay, Eye-Buy. Ich habe keinen Uprank. Ich habe 10 Kills allein gemacht und den Win. Ich glaube wirklich, dass er nicht einen einzigen hatte. Aber auch der. Also ich hoffe, ihr seid da mit mir d'accord. Das ist, der kriegt nichts. Der kriegt nichts. Eigentlich müsste der mir eine geben. Ich ziehe mir jetzt was bei dem aus dem Profil rein. Ich schicke ihm jetzt einen Trade-Off und ziehe mir was rein. Inventar privat, schade. Alter Schwede, okay. Aber 500. Win in der Duo. Es hat nur T-Rexer mehr. Felix ist knapp dahinter. Bin gerade ein bisschen niedergetreten, weil ich weiß, dass die Folge jetzt schon, glaube ich, die beste sein und bleiben wird, die ich jemals mache mit Teammates mit Skins beschenken. Das wird nie wieder passieren, sowas. Erst spiele ich mit einem 7-Jährigen, dann mit einem, der auch völlig verloren ist und sich zweimal, dreimal fast selbst umbringt. Zweimal bleibt er in der Bombe stehen, das andere Mal bringt er sich mit einem Bounce-Pad fast selbst um. Das wird nie wieder passieren. Das habe ich in 8 Jahren Counter-Strike selten erlebt, sowas. Und jetzt gerade zweimal hintereinander in einem Video, ohne Pause dazwischen. Das wird es nie wieder geben. Wir haben ein Match. Short Dust, meine Home-Map. Jetzt geht was raus, komm! Russe? Nee. Ukrainischen Politiker, glaube ich, auf dem Ding. Er hat einen Screenshot auf seinem Profil. Versuch's mal zu beschreiben. Da sind zwei Spielmodels. Es ist, glaube ich, nicht Counter-Strike. Ich glaube, das ist ein anderes Spiel. In voller Armor-Montur. Im Hintergrund sieht man den deutschen Reichsadler. Und links und rechts davon ist jeweils eine rote Flagge mit einem schwarzen Hakenkreuz drin. Das ist jetzt mein Mate. Ich glaube, es wird böse. Hello? Where do you wanna go? Nice. Okay, der redet und klingt schon mal nach einem einigermaßen normalen Human Being. Das ist schon mal okay. Headshot? Nein, das? Nice. Where are you from? I'm from Ukraine. Oh, nice. And you? Switzerland. I'm from Switzerland. Oh, this is great. But I'm originally from Germany. I noticed you had a screenshot on your profile with two... Swastikas, no Hakenkreuz. What? Can you repeat, please? On your profile, you have a screenshot. Yes. With two swastikas. Yeah. You know the Nazi thing? No, it's just in game, you know. Ah, okay. Wolfenstein too. Ah, yeah, Wolfenstein. I know. Yeah, okay. So you don't like Nazis? No. Okay, nice. Wie hat man das geklärt? Am Low HP. He's inside. Oh, I got him. Good job. Thank you. Who's the guy on your profile picture? Is he like a Ukraine president or something? No, it's Ukraine deputat. Who? Depu what? Deputat. It's like in parliament, you know?
Ah, okay. Scheiße, wahrscheinlich sollte ich den kennen. Very ich hab... funny guy. Very funny guy? What the hell? Wahrscheinlich bin ich wieder lost und man sollte den kennen. Ich habe keine Ahnung. Ich keine Ahnung, wer das ist, ob man den kennen muss. Ausbauen. Yep. What the hell? Good job. Thank you. What is a good job in Russian? Good what? Good job in Russian. I only know privet and spasiba. No, in Ukraine, like hello, it's privet. Ja, habe ich nicht gerade gesagt, ich weiß nur, was Hallo und Spasiba ist. Und ich frage, was Good Job ist und er sagt, nee, Hallo ist Privet. Werde ich so undeutlich? I dropped. Thank you. Spasiba. Yeah, it's in Ukraine. Ah, genau das Timing, wo ich hochgesprungen bin. One outside. Auf ein Insta-Plant. Dumm sein. Oh, you saved me. Nice. All hole close. Nein! Ich dachte, er wäre schon näher. Let's try. Ach, Mist. Den hätte ich haben müssen. This window. Just saw him walk in here. Verkauf nicht, aber auch böse, der Mate, oder? Okay, der ist nicht close. Nice. Good job. Let's go. Arosh. Ja, cool. Was ist Spasiba or Spasiba or something? Not also a thank you? Spasiba is in Russian. In Ukraine it's Dyakoyo. Ah, okay. Dyakoyo? Dyakoyo, yes. Dyakoyo, okay. Let's go. Nothing outside. Two side. Yep. Oh. Wow, they were fast. Okay, die sind aber nicht schlecht, die Gegner. Sie sind deutlich besser als die auf Train am Anfang. Die hitten viel, viel mehr hier. Die Time ist nicht mehr genau, deswegen grenade ich einfach mal. Über gut, grenade. Die brauchen den Win aber auch ganz, ganz toll. Wow. Let's try. We want to buy or save? Maybe buy Deagle or something like that. He's low HP. He's half. Yeah. I dinged him. 96. 96 damage. Ich würde gerne auch Zeit decken, aber die spielen so schnell, dass ich einen Schiss hab. Boah, alter Schwede. Auch Zeit. Okay, die drücken wirklich gut hier, die beiden. Shit. Ich call jetzt, die haben beide Supreme und die haben gerade ihr Rank-Up-Game. Ich habe selten Leute im Wingman so schwitzen sehen. Ah, fuck, jetzt fahren die Inside rein. Na, ah, good game. Mir ist gerade der Gedanke gekommen, was ist, wenn der wieder AFK im Spawn ist. Bye, bye. Okay, der war aber nett. Ich meine, der hat jetzt, keine Ahnung, war halt auch nicht weiter krass. Die Gegner waren wirklich nicht schlecht. Der war halt nett. Der hat gequatscht, der hat gecallt. Gegner haben mehr gehittet. Passt. Der kriegt was. Und was hat der denn für eine AK? Der hat... Genau das, ja. Der hat schon eine AK Redline viel testet mit 4 Stickern. Der hat eine M4A4 Buskill. Hat kein so schlechtes Loadout. Der hat ein paar Sachen, aber irgendwas finden wir schon für den. Oh, super. Der ist nicht available to trade. Da muss ich ihn fragen. Yes, I changed the phone. Until when are you trade locked? Zum 29. Das ist... Donnerstag. Okay. So, wir haben jetzt Freitag, den 30.07. Ich kann dem Kollegen jetzt hier die AK Redline rüber traden, habe ich gerade gemacht. Und damit steht das Ding. Nice. Okay, das heißt, wieder in die Danger Zone fürs vierte Match. Wir spielen wieder Scirocco. Oder ist er? Das ist mein Mate, der nächste. CC Frost. Hello. What's up? Er hat mich aktiv auf dem Server im Warm-Up gesucht, um mir in die Augen zu sehen. Headset scheint er nicht zu haben. Aber vielleicht klappt das mit dem ja ein bisschen besser mit der Kommunikation. Also eigentlich, also schlimmer als der gerade kann es ja eigentlich niemals werden, oder Frost? Eigentlich niemals, oder? Okay, mal schauen, ob der zusammen mit mir runtergeht. Unten rechts ist immer unser... Da unten rechts auf der linken Insel hier ist immer der Top-Spawn mit Felix. Let's go here. It's a sick spot. Yes, yes, yes. Can you hear me? Schreibt wenigstens. Hallo? Oh, guck mal, aber das Profilbild von dem oben, ich glaube, das ist er mit seinem Sohn. Oh nein, das ist aber hoffentlich nicht der 7-Jährige von eben, oder? Ich glaube, ich spiele jetzt mit Familienvater, außer der lässt auch wieder seinen Sohn spielen. Ach ne, gerade war es der Bruder. Yes, 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 bester Start, den ich hier hatte. Okay, wir werden wahrscheinlich auch wieder auf die Kommunikation verzichten müssen, aber vielleicht gehen wir ja zusammen.
Oh Gott, Leute, die sich so umdrehen, sind auch... Das wird wild. Das wird, glaube ich, auch wild. Ich glaube nicht, dass er gut sein wird. Wenn ich mir überlege, das ist Felix und ich sehe Felix, der sich überlegt, über die Brücke zu gehen, denkt dann über die Situation nach, will ich darüber gehen, bleibt währenddessen stehen und dreht sich dann um, um sich umzusehen und zu entscheiden, wo er hingeht. Das macht den Felix auf jeden Fall nicht. Deswegen call ich jetzt einfach mal, der wird nicht so super krass sein. Kann diese Waffe leider nicht. Ich wage auch zu behaupten, dass man mit dieser Waffe Longrange nicht treffen kann. There's one on the beach, my friend. On the beach, my friend. Take your weapon out. Behind this. Sag mal, hast du was an dem... Er macht einen Rechtsklick, Molo. Der lupft einen Rechtsklick, Molo, vor seine eigenen Füße. Ich weiß, das ist ein Witz. Das ist ein Witz, was hier passiert. Der rennt erst mit Knife in der Hand über die komplette Map und schmeißt dann einen Rechtsklick-Molotow vor seine Füße. Okay, also das wird eine Solo-Nummer hier, glaube ich. Das Tablet-Upgrade ist aber schon mal sehr gut. Ich glaube, ich werde versuchen, früh in die Zone zu kommen. Let's try and get into the zone early. I know where the final zone is. Der macht sich so die Tasche voll hemmungslos, ohne zu fragen. Ich kaufe alles, er zieht sich das einfach rein. Der Wichser hat meinen... Der hat meinen Jumpsuit geklaut. Du, Kleiner! Nee, hat er nicht, okay. Thank you, thank you. Komm, hier braucht noch eine Kiste. Ich nehme mir alles mit. Ich glaube, es tut mir leid, ich muss hier unterschiften. Der wird nicht mit mir reden. Der wird nicht mit mir reden. Hier wird kein Teamplay zustande kommen. Das heißt, ich mache jetzt hier einen kompletten Solo gerade. We can wait here. We have the zone. The final zone, you know? You can take. Ah, immerhin spielt er schon mal ein bisschen mit. Okay, einer ist vor uns im Dreieck. Bitte, 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 mach den weg. Oh. Nice. So, jetzt zieh dich wieder zurück. Nicht da offen stehen bleiben. Weg. Okay, nice. Er hat einen Kill gemacht. Der war auch wichtig. Okay, passt. Einmal gestorben. Gefahr hier vorne gebannt. Can you give me Mediziner? Medicine? On X? Oh, yes. Oh. No. No. Yes. No, G. No. Yes. G. Thank you. Oh Gott. Okay, wir haben einen der Kandidaten, der Waffen mit Mausrad durchwechselt. Wenn das einer von euch zu Hause macht, macht es bitte auf gar keinen Fall. Gewöhnt euch das ab. Wechselt wie normale Leute mit 1, 2, 3, 4 die Waffen durch. 1 Primärwaffe, 2 Pistole, 3 Messer. Hier ist sonst Granaten, wenn ihr welche habt. Macht niemals den absoluten Golden Overmove und wechselt mit dem Mausrad durch. Wenn einer sagt, ich mach das auch, ich bin krass. Nee, wir können gerne One-on-One machen. Du mit Mausrad, ich mit 1, 2, 3, 4 und meinen Beins. Und wir gucken, wenn jemand im Voice ansagt, so, jetzt Smoke rausholen. Jetzt Messer rausholen. Jetzt Bombe ziehen. Wer das schneller hinbekommt. Niemals im ganzen Leben Waffen wechseln auf Mausrad haben. Oh mein Gott, wir haben wirklich die Zone. Wo kommt der eigentlich her? United States angeblich. Der hat einen Freund bei Steam nur. Dann kaufe ich noch Mobility. Habe ich. Kaufe ich mir das Drone Pilot Upgrade. Da kann ich ein bisschen spotten. Oh mein Gott, vielleicht kann ich sogar einen Drop klauen. Okay, der fast schießt schön all seine Money. Hier läuft einer. Oh nein, jetzt habe ich die Money gebracht. Mann, shit! Der hat eine Dropwaffe und ich bringe den die Money vorbei. Auf meinem Mate, pass auf, dass nicht irgendwer close push oder so. Da wurde ich gespottet. Oh, der hat einen Autosniper. Nee, fuck. Okay, dann geht er erstmal weg. Ich glaube, der kann nicht mal mehr rekommen. Okay, dann sollte ich fahren. Wenn jetzt mit der Drohne spotten, wo die sind. Ich glaube nicht, dass mich jemand pushen wird. Was ist einer? Was ist da am Hang? Der fightet gerade. Wie soll ich mich da eigentlich einmischen schnell? Nein, ich habe neue Skins. Bitte! Jesus! Ja! Ich weiß, wo der letzte ist. Günther Nummer Uno. Günther Number One. Ich habe keinen Rank-Up. Ich mache hier wieder die komplette Solo-Show und habe keinen Rank-Up. Ich glaube, da müssen wir eine Umfrage machen. Hat CC Frost sich einen Skin verdient mit der Performance? Ich werde mir das Profil speichern. Und ich glaube, ich lasse euch in den Kommentaren entscheiden, Match 4, ob der was verdient hat oder nicht. Dagegen spricht, er hat nicht kommuniziert. Ich glaube, er hat was zu dem Win beigetragen. Er hat den Refrag geholt, dass ich da gestorben bin. Dafür spricht, er hat auf mich aufgepasst, während ich in der Drohne war. Ansonsten
hat der nicht zu dem Win beigetragen. Er hat nicht mit mir geredet, er hat nicht mal geschrieben, er hat keinen Call gegeben oder sonst was. Aber ich lasse euch das entscheiden und wenn ihr sagt, yo, komm, gönn dem, dann machen wir das, ansonsten nicht. Nuke. Nuke im Wingman, das ist der untere Spot. Fotograf. War der eine im, in der Danger Zone nicht gerade auch ein Fotograf, der gekillt wurde? Hello. Er redet von sich aus, das ist geil. Er kommt aus Moskau. Er hat ein paar Skins. Ich sehe ein paar Handschuhe, ein Messer, eine AK Red Limited. Star Trek Field Tested sogar mit 10.000 Kills. Mal schauen, vielleicht zum Abschluss noch ein schöner Win jetzt. I'm watch window. Okay. Do you jump into window or stay ramp? I give fire and stay at window. Okay. Mach ich das eigentlich immer? Window, window, one low. Oh shit. Sorry, it's my fault. Ah, oh Gott, I hit him for 42. Yeah, close door. Jeder Force jede Runde, ich geh mal auf Donnerdiegel. Oh, der redet, der Mate, gefällt mir schon mal. Last here. Sorry. He's door, he's door. Low HP. I'm 1 HP. Yeah, he's 60, he's 30. Ah, well played by him. Wanna force again or do one eco? I play with farm guns, I am playing just with him. Er spielt mit Fun Guns. Mit Spaßwaffen. Okay, okay, okay. Get reload. Calm down. Oh, second guy vent. Oh Gott. The fuck, der bangt, der kann irgendwelche Wallbangs. Nice. It's burning. Bomb down. Ah, small door. 18-5. Deutsch Spiel. Nice, good job. Can you drop something? What do you want? M4? Oh, nice. M4M1S. Geil, geil, Shalim für Gamer. Der kriegt automatisch schon AK. Last AP. Went room, Bill. Junge, ich dachte, das wäre meine Granate, die da so komisch abgebounced ist. Was? What the hell? He wallbanged me through the door. What the fuck? Fuck. Nice, nice. Window. Oh shit. Got him. I'm 1 HP. Nice. I found him. One down. Nice. Yep. Good job. Good job. Sauber. Guck mal, so genau, also im Vergleich zu dem jetzt davor, so ist es doch geil. Ist mit Motivation im Game und dann ist das doch geil. I go to single door and fast plant bomb. Watch from window, just watch. Okay. Wait for the fuse, okay? Yep. Guck mal, mach sogar Ansagen. Ich muss mir nicht mal selber Gedanken machen. Ja, on site. Double door spawn. 91 in 8 hits. Oh, der zieht durch. Der zieht safe durch. Yep. Fuck, sorry. Let's try. Fuck. Oh, one is super low. I hit him twice. Eine kleine Tür gepusht. On up plant. Warte. Good job, man. Good job. I'm very low. Do you want a gaff since you are Russian? No. Okay. I love him. Do you actually like UMP or just for fun? I play too much time with AK and M4. I want now with you. Okay, he's dark. Dark corner. I think he's dead. Yep. Very nice. Don't cheat. Not so much cheat. Ah, he's pushing me. What? He's door. What the fuck? Der schießt dreimal daneben. Ich hab 5 HP. Der switcht auch auf Mausrad, habt ihr das gesehen? Der switcht Waffen auch auf Mausrad. Wow, 1 HP! No! 1 HP, what the fuck? What the fuck? Das ist so geil, wie die Russen das immer sagen. Und so on top of door.
Let's go. Oh man, nice. Der ist korrekt. Das heißt, zwei Leute haben was bekommen, beide Moving-Man. Den einen entscheidet ihr noch, zwei Totalausfälle. Wobei, mal ehrlich, wenn die ersten beiden nicht so krank schlimm gewesen wären, hätte der andere auf Danger Zone nicht mal eine Chance aufs Community Voting gehabt. Oh. Schnell wieder ein Entry setzen. Ramp Low HP. Der dürfte tot sein. Double Door. Mach fertig, mach fertig. Ich brauch den Win. Oh, der macht wieder einen Rundlauf. Fuck. Oh no, it's not spreading far enough. Oh oh. I have an idea, can you come? I'm gonna go window, you stay here, because the second guy's always pushing me from door. Okay. Good job. Wait. Side, on side, behind side. Behind bomb spot. Nicht verleckert, er hat low. Yes, yes, yes. No! Oh, nice game, thank you. Good game. Oh, was gebe ich dem denn? Der stand doch auf der Nate. 49 und 2 nur. Scheiße, ja gut, ich habe auch irgendwie ein Schwein mit der AK. Ja, war winnable auf jeden Fall. Ich habe aber keinen D-Rank, also ist okay. Und der Mate war auch okay. Okay, wie ihr gerade gesehen habt, habe ich den geaddet. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch stand Friend Request Sent, als ich in-game draufgedruckt habe. Und ich wollte gucken, ob er mich angenommen hat. Und er hat es nicht. Error adding Friend. Ich glaube, der hat mich sofort abgelehnt, deswegen kann ich den jetzt nicht adden. Ist mal bei einem random Mate von dem. Da geht's. Der hat mich sofort abgelehnt. Oder vielleicht sogar blockiert, ich weiß es nicht. Ich kann ihn auf jeden Fall jetzt nicht mehr adden. Gerade ging's noch. Ich weiß nicht, ob der Invite jetzt noch ausstehend ist. Nee, warte mal. Wobei, wenn der ausstehend ist, steht hier dann noch? Cancel Invite. Okay. Also ich kann ihn nicht adden. Ich weiß nicht, ob er mich direkt blockiert hat. Ich kann ihn nicht adden. Ich werde so lange noch warten und so lange weiter versuchen, den zu adden. Und wenn das nicht geht, dann werde ich die AK Redline von ihm im Stream einfach verlosen. Dann im Stream am Sonntag, wenn ihr das Video gesehen habt, wenn er bis dahin den Skin nicht bekommen habt, dann seht das jetzt am Ende nochmal im Video, dann wird die AK Redline einfach im Stream an euch verlost. Vielen Dank mal wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es war unglaublich, die ersten beiden direkt wieder. Das habe ich noch nie erlebt. Dann innerhalb von einer halben Stunde das beides. Wenn euch das gefallen hat, lasst sehr gerne Kommentar und Bewertung da. Das hilft mir enorm. Und dann werde ich in ein paar Wochen Teil 4 davon bringen. Mir macht das Spaß, ist mal was anderes und ist vielleicht auch mal was ganz Cooles auf YouTube. Dann sehen wir uns im nächsten YouTube-Video oder im Livestream und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Later! Schweine aim, failing here and there, they've got no shame. They're so bad, but somehow win the game. They are Team Schweine aim.